Bundesratskollege Marco Schreuder, ich bitte. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrter Herr Landeshauptmann, sehr geehrter Herr Landeshauptmann, ich weiß jetzt, ich habe schon wieder vergessen, wo das raufgeht. Ist jedes Mal dasselbe, klar, genau. Also ich habe jetzt kurz geglaubt, Herr Kollege von der FPÖ, ich bin im Steirischen Landtag gelandet und nicht im Bundesrat. Ich denke mir, natürlich sollte man über Landespolitik hier sprechen, es soll ja darüber hinausgehen hier. Es geht ja darüber, wie die Länder kooperieren in einem gemeinsamen Österreich. Ich glaube, so sehe ich zumindest die Aufgabe des Bundesrats natürlich. Ja, er hat auch gesagt, dass er gerne bei den Freiheitlichen Partei ist, weil er gerne kritisch ist. Ich hoffe, Sie sind es auch gegenüber historischen Vergleichen Ihres Parteiobmanns. So. Ja, aber das musste auch mal gesagt werden. Sie haben in Ihrer Rede, Herr Landeshauptmann, am Anfang gesagt, dass es natürlich wichtigere Lösungen derzeit gibt als die Frage, ob man nun den Bundesrat abschaffen soll oder reformieren soll und dergleichen. Da gebe ich Ihnen natürlich schon recht. Auf der anderen Seite ist es jetzt Thema und wir werden jetzt damit umgehen müssen, egal wie jeder hier dazu steht. Wenn ich einen Wunsch äußern darf, auch seitens der Grünen, dann halten wir es einfach für wichtig, dass wenn wir über Sachen wie soll der Nationalrat organisiert sein, wie sollen die Landtage organisiert sein, wie soll der Bundesrat organisiert sein, dass wir mal darüber diskutieren, wie wollen wir überhaupt demokratische Strukturen schaffen, die für den Bürger und die Bürgerin zielführend sind. Und dann kann auch abgeschafft werden, dann kann verkleinert werden, vergrößert werden, dann sollen Minderheitenrechte gestärkt werden, weil bei Verkleinerungen gibt es nämlich immer ein Riesenproblem. Für die kleinen Parteien, die dann natürlich auch personell noch weniger sind und genauso viele Themen, Akten und Dinge abdecken müssen wie die großen Parteien, ist es wahnsinnig schwierig. Also 100 Gesetze durchackern, also ist wirklich jetzt keine Einfache. Also wir wissen, dass wir sind zu dritt. Ja? Wir müssen zu dritt das abdecken, was hier andere Parteien mit viel mehr Personal machen. Das ist für eine kleinere Partei eine große Herausforderung. Ja? Und das sollte bei Verkleinerungen von Landtagen meiner Meinung nach immer berücksichtigt werden. Aber wie gesagt, es gibt wichtigere Themen, da gebe ich Ihnen recht. Sie haben, und da bin ich Ihnen dankbar, vielen Dank. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie gesagt haben, es ist Zeit, dass wir über die Vereinigten Staaten von Europa sprechen und über wie Europa organisiert sind. Und genau in derselben Diskussion, wie soll demokratisch etwas organisiert sein, muss auch über die Europäische Union diskutiert werden. Wir müssen auf der einen Seite aufhören, dass wenn man Dinge, Abläufe, Geschehnisse innerhalb der Europäischen Union kritisiert, automatisch ein Europagegner oder Europagegnerin ist. Das ist nämlich Blödsinn, weil Europa natürlich genauso demokratisch ist. Und Politik der Europäischen Union zu kritisieren, kann man auch als glühender Europäer, so wie ich. Und ich bin für die Vereinigten Staaten von Europa, nämlich in der gesamten Diversität, in der gesamten Vielfalt, in der gesamten politischen Vielfalt. Und eines sage ich aber auch, ich will kein Europa, das undemokratisch ist. Ich will kein Europa, wo zwei Staatschefs, die man ja bekannterweise schon Merkozy nennt, entscheiden, was hier Sache ist und das Europäische Parlament ausschalten. Ich will kein Europa, und wir haben heute ja in der Früh schon gegen ACTA hier demonstriert, ich will kein Europa, wo so wichtige und für die Bürger und Bürgerinnen völlig alles verändernde Verträge hinter verschlossenen Türen passieren, das Europäische Parlament quasi abstimmen muss dafür, dass dieser Vertrag überhaupt veröffentlicht wird. Das ist nicht ein Europa, wie ich es mir vorstelle. Sie haben von Offenheit gesprochen, dann nehmen wir das ernst. Dann fangen wir mit Transparenz an. Und da ist das Europäische Parlament ein Musterbeispiel. Im Europäischen Parlament kann ich mir Ausschüsse im Internet live anschauen. Während unsere Ausschüsse, ich glaube auch im Steirischen Landtag vermutlich, immer noch hinter verschlossenen Türen stattfinden und keine Öffentlichkeit haben. Das halte ich nicht für demokratisch. Wenn wir über Öffnung und über Transparenz reden, dann muss der Staat damit anfangen und nicht der Bürger und die Bürgerinnen müssen mit Transparenz anfangen.
Sie haben auch von der Zusammenlegung von Gemeinden gesprochen und von einem neuen Föderalismus und von Möglichkeiten, von Reformen, die wir dringend brauchen. Ich könnte im Grunde genommen die Rede, die ich für die Aktuelle Stunde vorbereitet habe, doppelt halten. Es sind natürlich sehr viele Parallelen, die da miteinander zu tun haben. Na sicher. Ja. Eine Verwaltungsreform ist immer auch eine Demokratie-Neuüberlegung. Und wie organisieren wir das? Also hebe ich mir das für nachher auf. Ja. Aber eines möchte ich zum Schluss noch sagen, weil Sie über den Proporz gesprochen haben. Jetzt möchte ich Ihnen eine persönliche Geschichte erzählen. Ich bin ja ein Zuwandererkind, sozusagen. Meine Eltern sind, als ich 6 Jahre alt war, in Salzkammergut gekommen. Und da habe ich als Kind schon begriffen, da gibt es scheinbar Bundesländer, aber Menschen definieren sich schon wieder anders. Also ein Badersee fühlt sich einem Ischler immer noch mehr zugehörig als einem Grazer. Das ist so, glaube ich. Also das Salzkammergut ist sozusagen, ja, da gibt es ja mehr Leute aus dem Salzkammergut. Ja. Und ich bin ja in Bad Ischl aufgewachsen und hatte als Kind immer geglaubt, Salzburg ist meine Hauptstadt. Also das habe ich das immer wahrgenommen. Ja. Und eines war der größte Kulturschock meiner Eltern, neben der Tatsache, dass unsere Nachbarn uns plötzlich gebeten haben, abends die Vorhänge zu schließen, was wir nie getan haben, das machen Holländer nicht, von wegen Transparenz und Offenheit sozusagen, war eines der größten Schocks, das war in den 70er Jahren, dass egal, wenn Sie mich in einem Sportverein anmelden, wenn man dann in einen Autofahrerclub gehen möchte, wenn man welche Bank man damals noch, in den 70er Jahren waren es sogar die Banken noch, ja, oder welche Rettungsorganisation man unterstützt, das war immer eine Wahl zwischen Schwarz und Rot. Und ich habe nicht den Eindruck, dass diese Struktur und diese Kruste aufgebrochen ist, ganz im Gegenteil. Ich habe sogar die Befürchtung, dass all bei den Reformen, die da jetzt angedacht werden, diese verkrustete Struktur nur scheinbar aufgehoben wird. Ja? Und wenn wir diese verkrusteten Strukturen durchbohren wollen, dann müssen wir mit den Grünen zusammenarbeiten. Danke.